wenn das Sein sich den Spiegel so geschaffen hätte, dass es sich selber sehen könnte, muss man die imaginäre Allegorie hernehmen. Ein Mensch beobachtet sich in einem Spiegel und erkennt hinter den Augen seines Spiegelbilds jenen Homunculus, der gerade in ihm hinten im Hinterkopf dieses Bild erzeugt, der sich aber nicht zu sehen gibt, nicht zu sehen geben kann. Denn was ist ein Spiegelbild? Ein Spiegelbild ist eine Glasscheibe, die hinten versilbert ist, sodass man nicht oder nur ein wenig hindurchschimmernd hindurchglotzen kann. Denn wenn sie nicht versilbert wäre, dass sie das Bildnis, das Antlitz zurückwürfe, wäre es eine Aquariumsglasscheibe, durch die man hindurchblickt, aber nicht sich im Spiegelbild erkennen kann. Das Sein jedoch wollte uns als Auge, als Spiegel seiner selbst und wollte nicht, dass wir uns im Spiegel, durch den Spiegel hindurch, als das Sehende, als der sehende Homunculus dieses Seins, der das Seinbild produziert, erkennen könnten. Denn wären dieser Spiegel eine gläserne Aquariumswand mit Durchsichtigkeit, dann kämen die Gesichter, die Gestalten des Seins empor. Übrigens sind die Masken, die Fratzen, die Monstren, diese fletschenden Reißzähne, die immer als erstes in den Gesichten auftauchen im luziden Traum, ziemlich harmlos. Sie verschwinden bald, sobald sie die Mundwinkel nach oben recken und lächeln, wandelt sich das schnell in andere Gärten der Lustbarkeiten.